Ah, guten Morgen Welt. Ich begrüße Sie schon mal wieder zu einer neuen Folge GTA. Mit mir, dem Sepp. Gut, was machen wir denn jetzt? Wo wir bei Michael sind in der Butz. Können wir kurz gucken. Aber so viel aufgedeckt ist ja nicht. Garage in Vinewood. Sitzen wir die nicht? Moment, gucken wir noch auf die Karte. Fragezeichen hier, Fragezeichen da und Lester und bla. Ich glaube, wir folgen erstmal ein bisschen mehr dem Hauptstrang der Mission. Hier ist, Moment, wir können doch mit M. Stimmt, das ist neu. Lester, Psychiater, Gerlmat, Amu. Mehr wird aber nicht angezeigt. Okay. Na gut, gut. Okay, ich singe lieber nicht mit. Ich glaube, ich treffe den Ton nicht. So, wo ich aber hin wollte, ist zu diesem komischen blauen Fragezeichen da hinten. Ich glaube, da könnten uns etwas Interessantes erwarten. Like a man. Ups. Oh. Ja, Fahrzeuge steuern sich ziemlich gut, muss man sagen. Wenn man das Ganze mal mit GTA 4 vergleicht, wo die. Alter, sind die wirklich. Alter, die Fahrzeuge waren da sowas von schwerfällig. Dagegen ist das hier ein bisschen arcadiger, ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr in Richtung von den Arcade-Rennspielen wie Need for Speed und sowas. Finde ich eigentlich ganz okay. Auch wenn ich das bei GTA 4 gar nicht mal schlimm fand. Was? See this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run. Well, you seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart. All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Whoa! Muss ich mal kurz mitkommen. Okay, ma'am, so, race you to the beach! I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running. How much gear do you need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Although that would explain a lot. Fuck you! Why are you so angry? I'm not angry. I'm exercising. This must be so emasculating for you. You still with me? Down this way. Run on the road. Hit that. Ja, scheiße, ich dachte, springen macht es schneller. Unterspringen. Lol. Alter, Michael. Das war jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay, wir müssen ausweichen. Ah, sie ruht sich aus. Such a joy for life. Okay, here we go. Lap push. Come on. Flick the switch, Marianne. Let's go lactic. I thought I had issues, but you? You give me hope. I own you. My shrink's office is right near here if you want to work through some of that shit. Yeah, because you're a come on. Advertisement for therapy. Komm, wir stellen uns. Ah, super. Wir sind fast tot, aber super. Not too shabby, huh? You can have that one on me. I never got out of second gear. I already did it 10K today. Yeah, whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me. Screw you! You're lucky I'm tapering for a try! Mary Ann, meine Kontakten. Warum nicht? Herausforderer. Okay. So, wegen Laufen ist Michael jetzt halb tot. Also wie gesagt, die Charaktere
nippeln hier ein bisschen schneller ab als bei den alten GTAs. Allein schon durchlaufen. Kriegt man hier doch schon ordentlich Probleme. Hallo. Ah, fahren wir schön. Ich wollte sowieso zu meinem guten Doktor. Ah, schöner Porsche. Hallo? Come in, Michael. Yeah, thanks, Doc. How have you been? Oh, good. Things been good. No, actually, things ain't been good. Things been a far fucking way from good. I've been acting out. That's what you would call it, I think, right? Acting out. So what exactly has been the problem? I'm not good, Doc. Not good at all. I'm sorry to hear that. Tell me. I don't know. I guess we've been having these conversations long enough that I can recognize a trigger when I see one. You know? Shit that's gonna put me right over the fucking edge. Like my family. My son. My daughter. My wife, especially my wife. I mean, they just set me right off, Doc. You know, there's been this episode. You know, actually, it was a culmination of a series of episodes. I pulled this Mexican's house right off the fucking hill. I mean, I think I'm back in it, Doc. I'm back into life. I mean, I gotta make some money, and there's only a couple ways I know how to do it. You feel the need to explain your decisions, Michael. Take responsibility. So, any other violent urges, friend? I ain't been a good boy, Doc. I mean, you know, things just all of a sudden get up on top of me, right? Fucking on top! And then I lose my shit, and I hurt people, and then I feel bad about it. I'm a fucking prick. Remorse is good, but not as good as taking control before you act out. Können wir annehmen. I really just want to be happy, Doc. Is that so bad? Okay. And what about your sexual behaviors? I've been a really good boy, Doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. I just ain't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself here. You know, what I'm addicted to is not getting killed. But for some reason, I keep getting my ass into situations where getting killed is a little hard to avoid. What about the people you kill? Well, yeah, but that's not for fun. Are you sure? What exactly are you asking, Doc? Am I a psychopath who enjoys suffering? Or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules? Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. I'm just a fat, washed-up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned. The only way I'm content and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. Do you consider yourself a failure? I pay you to listen to my problems. I'm rich. I'm miserable. I mean, half the time my kids can't stand me. The other half, my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. Hell, I'm pretty average for this town, really. Wait a minute. That's the shot. I think I'm having a breakthrough here, Doc. This... I think... No, I know that I'm just terrified that I'm gonna... Sure you are, but that's really all we have time for. See you next time. Okay. Und das kurz vorm Durchbruch, das ist ärgerlich. Ah, das Auto ist jetzt mittlerweile hier. Ah, nicht so geil, muss ich sagen. Finde ich den Wagen von Michael. Aber können wir mal kurz gucken, wie es mit unseren Aktien aussieht. Finanzen. So, wo haben wir es denn? Das ist eine Immobilie. Kann man mittlerweile das... Ne, kann man nicht. Kann man nur online? Mein Portfolio. Okay, hat sich noch nichts verändert. Na gut, was machen wir denn jetzt?
Verstehe, was, Michael, meine Kohle, wo bleibt die? Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Nächstes Mal wird's rechtlich übel. Wird's echt übel, meine ich. Warte, Moment. So, was wollen wir jetzt machen? Auf jeden Fall nicht mehr so viel GEMA-geschützte Musik hören. Aber ich mache jetzt einfach weiter. Wir können mal kurz gucken. Ja, Franklin hat ein paar Aufgaben, ne? Ich hoffe, wir machen Franklin, ne? Lieber nicht. Hey, I'm going, man, before you take advantage. Perfekt, der ist sogar im Norden. Das wird gerade dunkel. No way. Müssen wir schon nur. Hey, look, man. Look! You were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. So viel dazu. Na gut, wir können mal kurz. Oh, was ich gerne machen würde, ist einkaufen mit Franklin. Okay, wir sehen nicht die Geschäfte. Ich weiß aber, dass ein Geschäft hier ist. Ey. Kio. Na gut. So, let's go. Nicht hier lang. Ja. Ich bin kein Psycho. Ich bin eine Pro. Shutter? Oh, ups, ich wollte gar nicht anrufen. Die Nachrichten. Was ist jetzt? Ah, hier. Franklin, du musst deine Schießkünste verbessern. Verbring mal ein bisschen Zeit am Schießstand, wenn du kannst. Okay, jetzt muss ich mein Handy wieder anmachen. So. Ah. So, wir wollen einkaufen fahren. Wenn wir mal dazu kommen. Super. NWA wollen wir hören oder wollen wir. Ich brauche Alternativen. Na doch. Ist ja vor kurzem auch der Film zu NWA erschienen, also Straight Outta Compton. Muss ich ehrlich gesagt noch gucken. Da hätte ich echt ganz gut Bock drauf. Hey, du müsst auch nicht sein. Ich bin ein Geiger, wenn wir Kraut haben. Ich bin bei Tantchens Haul. Oh. Ne. I'm done telling fools twice. Jo, ich komme mal. So, es ist wieder so ein random Event. Was man hin und wieder mal, ja, sieht. Ich meine, gut, wir könnten jetzt diese Brieftasche mitnehmen und sowas. Und das ganze Geld behalten, aber naja, wir haben ja Geld, ne? Ich hab 500.000, mich interessiert dein Geld nicht. Ich glaube, der hätte 500 geklaut, also so viel ist es nun auch nicht. Ist nix, ist null. Okay. Oh, ups, ich wollte gleich mal raus. Porten wir mal hier und gehen in den Discount Store. Oh, ups, nicht die Waffe. Hä? Haben die nicht offen? Oder müssen wir das erst mit. Ah, ich glaube, ich. Ah, ja, natürlich.
Ich kann mir gut vorstellen, dass wir erstmal ein bisschen... Naja. Ein bisschen weiterkommen müssen in der Story, um das freizuschalten. Was ich aber machen will, ist den Wagen von Franklin tunen. Denn man muss wissen, Franklin ist ein großer Fan von Autos. Und der will natürlich, dass seine Karre ganz gut gepimpt ist. Ich meine, warum ist er sonst so ein Auto, ne? Wohnt bei Tantchen im Haus, aber statt auf ein schönes Häuschen zu sparen, nein. Lieber die Karre aufpimpen, ha? Naja. Okay, ich sollte vielleicht die Straße wechseln. Okay, der ist ausgewichen. So, dann sehe ich auch schon das Tuning-Ding. So, ich weiß nicht, wie ich von Tuning auf Online komme, aber ich habe immer noch nicht so ganz überlegt, ob ich Online Let's Play machen will. Wahrscheinlich zumindest jetzt aktuell nicht. Einfach weil es gerade so viel los mit Witcher 3 und Metal Gear Solid 5 und GTA 5. Also das würde schon eine harte Aufgabe sein. 40% Panzerung. Frankie hat das Geld. So, probieren wir mal das. Nein, nicht. Motor. MP, jo. Auspuff. Na gut, Auspuff macht jetzt, finde ich, nicht den Unterschied. Auch nicht so viel, aber okay. Scheinbar war auch nicht, ehrlich gesagt. Lackierung. Ne, wobei. Mir gefällt das Weiß eigentlich ganz gut. Käfig, Alter. Carbondach vielleicht. Na komm. Ah, vielleicht noch mal bei der Lackierung gucken. Jetzt habe ich vergessen, wo es ist. Lackierung. Sekundärfarbe. Matt. Okay, das ist das Ding hier. Warte mal. Chrom ist das hier, ne? Fünf. Ich hätte gerne eine Carbon-Motorhaube, aber ich glaube, die haben wir nicht, ne? Moment, das ist gar nicht. Motorhaube. Na gut, machen wir dann später. Was? Ich will gar nicht raus. Na gut, dann raus und wieder rein. Ja. So, Maestro, ich habe was vergessen. Yes. Für den teuren Magic Touch. Überall Käfig waren ja als letztes Seitenverkleidung. Können wir gucken. Jo. Spoiler. Das hier vielleicht... Wobei, was gibt's denn noch so für... Ja, das ist cool. Ich glaube, dafür... Dazu könnte ich mich überreden lassen. Federung. Das ist ja tiefer liegen, ne? Das ist... Nee. Triebe, was ist das denn? Straßengetriebe. Ah, sofort Renngetriebe. Turbo machen wir nicht, weil... Wenn man Turbo macht, dann... kostet ein bisschen. Und dann klingt das Auto einfach nur scheiße. Es hat nach 5 Sekunden so einen komischen Pfeifton. Also wenn man Gänge schaltet, so pfiu, pfiu. Und das ist, ich finde das nicht toll. Mögen Leute toll finden, ich finde das echt nicht toll. So, sieht ein bisschen biestiger aus, ha? Huh? Na komm, das mag ich. Nice. So, und wie wir gerade unser Auto getunt haben, können wir mal ein bisschen Autorennen fahren. Und wenn ich mich nicht irre, ist es das Fragezeichen hier vor uns. Doch, dürfte es sein.
So, jo, das ist es. So. Schöne Reihschüsse, Kollege. Nee, will ich nicht. Wouldn't want to be her father. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny, motherfucker. No, no. So, uns wird eigentlich das Auto da angeboten. Allerdings nehmen wir lieber unseren eigenen Wagen. Plus, Franklin hat ja eine Fähigkeit, und zwar die hier. Was einem das so ein bisschen einfacher macht, um Kurven zu kommen und so. Aber ich glaube, ich werde die bei Rennen nicht benutzen. Das macht einfach zu einfach. Deshalb, ich will ein bisschen die Challenge haben. Aber da werden wir schon. So, schauen wir mal. Go, go, go. So, schöner fünfter Platz. So, und passt mal auf. Hab bei Formel 1 gelernt. Und erster. So, ab jetzt haben wir eigentlich quasi gewonnen. Also kann man echt sagen. Das würde jetzt nicht mehr eine Challenge werden oder so. Aber können wir. Können wir eigentlich gucken, wie viele Runden es gibt? Oh. Das ist die Kamera. Okay. Ich würde gerne gucken, wie viele Runden es gibt irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Bei Q nicht. Shit. Ja, probieren wir es mal. Ah, Runde 2 von 2. Shit. Okay. Das war's mit fehlerfrei. Alter, das ist ja noch außen so ein Wahn. Na gut. Zweiter, Mustang vorn, aber nur Problemo. Wie heißt der nochmal im Spiel? Dominator, ne? Na, Dominator war's. So, easy going. We can get you beat. Na, 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 da, da, da. Naja, quasi schon gewonnen. Also ich mache noch einen großen Fehler. Naja. Harte Arbeit. Erledigt. So, können wir dahin gehen, ohne dass wir ins in die Markierung treten? Ja, ne? Ah, da ist ja keiner in der Garage. So, perfecto mundo. Hier ist auch noch der Wagen, den er geklaut hat. Hat der Freund schon mal uns zurückgegeben? So, und ich glaube, der hat uns auch seinen Hund gegeben. Zum Aufpassen. Vielleicht ist er nicht hier gerade. Na gut, dann gehen wir drin gucken. Ups.